Ja, ich habe jetzt die Bananen drin, 250 ml Wasser und 2 Teelöffel Karapulver. Und da die Bananen noch nicht super, super reif sind, mache ich lieber noch ein paar Datteln mit rein. 1, 2, oh, vielleicht 3, naja, 4. So, das wird jetzt gemixt. Man hört euch, ne? Man hört euch auf dem Video. So, ich muss jetzt nochmal 100 ml zumachen, also haben wir insgesamt 350 ml Wasser, sonst ist es zu dick geworden. Ja, heute machen wir nochmal asiatische Wokpfanne, das mag ich ganz gerne. Heute haben wir Austernpilze, Champignons, eine Zwiebel, Paprika rot und gelb, Fenchelknolle, Brokkoli, ja. Und Knoblauch natürlich, das darf nicht fehlen. Ja, das würzen wir nachher mit Sojasauce und ich glaube, ich habe noch so eine Gewürzmischung für Asiapfanne. Ja, gucken wir gleich. Ja, jetzt ist fast alles fertig geschnippelt. Knoblauch, Zwiebel, ein paar Austernpilze schneide ich jetzt noch. Die brauchen wir auch wirklich zuletzt erst rein, so in so Streifen. Dann haben wir hier den Fenchel klein geschnitten, die Champignons, Paprika und Brokkoli. Ja, ich mache jetzt mal die Pfanne an. Ja, nicht wundern, der Reis ist heute ein bisschen gelblich. Ich habe den heute mal mit Kurkuma ein bisschen gemacht. Ja, ich mag ganz gerne mal ein bisschen Abwechslung. Also Reis eben heute mal ein bisschen gelblich. So, leider ist ein bisschen laut, die Abflusshaube ist an. Ich habe jetzt doch schon ein bisschen Hunger. Ja, bevor der zu schlimm wird, mache ich mir jetzt immer so 2 Teelöffel Gerstengraspulver mit ein bisschen Holunderbeersaft und ja, Essen denke ich mal ist so in 5 bis 10 Minuten fertig. Ja, jetzt haben wir so 3 Esslöffel Sojasauce. Vielleicht muss ich auch noch einen vierten machen, weil es ja eine riesen Portion geworden ist. Ja, wir haben jetzt heute mal diese Gewürzemischung. Chinesische Art, 5 Gewürze. Nelken, Sternanis, Zimt, Szechuan-Pfeffer und Fenchel. Ja, das hört sich doch ganz gut an. Da mache ich jetzt mal so einen Teelöffel mit rein und werde euch nachher berichten, wie das so schmeckt. Ja, Essen ist fertig, aber ihr könnt jetzt kaum mehr was sehen, ist so heiß noch. Ja, Essen endlich fertig. Ja, der Brokkoli hat natürlich jetzt nicht mehr ganz so schöne grüne Farbe, weil wir eben nicht den vorgekocht haben oder wie man das so da kurz macht. Ja, macht nichts. Ich mag ihn aber nicht, wenn er noch roh ist. Also ich esse ihn gerne roh, aber wenn er im Essen drin ist, dann mag ich ihn doch, wenn er durch und weich ist. Ja, wir lassen uns das jetzt schmecken. Salat muss heute ausfallen. Zu knapp dran. Küche zu voll von den ganzen Geschnippeln hier. Und ja, ich habe mir eben ja schon einen kleinen Schnell-Smoothie gemacht mit dem Graspulver, mit dem Gerstengraspulver. Ja, ich werde wahrscheinlich hinterher, ich werde es euch wahrscheinlich vorher jetzt eingeblendet haben, die Zutaten, die wir alle brauchen. Ich fange jetzt aber erstmal so an. Wir haben jetzt hier, auch wenn man das schlecht erkennen kann, das ist ganz, ganz fein gemahlene Vollkornreis. Ich habe da jetzt das hier genommen. Und zwar Rundkornspitzenreis Natur von Rapunzel. Gibt natürlich auch zig andere Sorten. Und ich habe keine eigene Mühle. Ich bin jetzt ein paar Häuser weitergegangen, bei meiner Mama war ich eben und habe das eben ganz fein gemahlen. Das sind jetzt 200 Gramm Vollkornreis und jetzt nehme ich 2 Teelöffel Natron. Wir werden das jetzt ohne Backpulver machen. Wir machen nachher zum Schluss ein bisschen Apfelessig rein, ganz zum Schluss kurz vorm Backen. Und das soll eben die gleiche Wirkung einfach erzielen. Ja, finde ich ganz praktisch. Ja, jetzt kommt noch Kakao dazu. Ich werde jetzt mal so 2 gehäufte Esslöffel voll nehmen. Das werden dann wahrscheinlich so ungefähr 20 bis 30 Gramm sein. Aber da macht eben auch jeder so, wie er mag. Und ich denke, einige mögen auch dann Karopulver nehmen. Ja, 29 Gramm waren das. Habe ich noch ein bisschen zugemacht. Also 30 Gramm Kakaopulver. Also ich mache jetzt noch eine Prise Salz rein. Also wer das nicht möchte, lässt das einfach weg. Aber denke, dass, ja, für mich gehört es dazu, eine Prise auf die ganze Menge. Das macht nun wirklich nicht viel aus. So, das waren jetzt die trockenen Zutaten. Die werde ich jetzt schön
vermischen. Und dann kümmern wir uns gleich um die flüssigen Zutaten. Ihr seht schon, ich nehme keinen Zucker. Ich habe ja vor ein paar Tagen, also nicht wundern, das ist ein altes Honigglas, aber da ist jetzt Dattelpaste drin. Die habe ich vor ein paar Tagen, ja, ich glaube vorgestern hergestellt, im Kühlschrank gehabt. Extra fürs Backen. Gut, heute etwas spät geworden. Ich wollte eigentlich gestern schon backen, aber heute machen wir das mal. So, da haben wir als erste Zutat für die flüssigen Sachen, für die andere Schüssel, Apfelmark. Ja, manchmal kaufe ich die große Packung, wenn ich viel machen möchte, aber also ich empfehle doch eher, auch wenn man ein bisschen mehr bezahlt, die kleinere Packung, denn mir wird das manchmal auch im Kühlschrank einfach dann der Rest schlecht. Also wenn man vorhat, nächsten Tag irgendwie Kartoffelrösti, kann man ja auch fettarm machen, dann kann man das ganz gut noch verwenden. Oder wenn man jetzt auf Vorrat backt und das einfriert, dann kriegt man auch die große Packung leer. Ja, wir nehmen jetzt ungefähr 80 Gramm Apfelmark. Ja, das sind jetzt 85 Gramm geworden. Das macht auch nichts. Also ungefähr. So, des Weiteren brauchen wir jetzt ungefähr so 240, 250 ml entweder Wasser, ruhig dann lauwarmes Wasser, oder eben Getreide, Milch. Wir nehmen da heute eben diese hier. Da habe ich noch angerissen. Ja, zum Backen benutze ich die jetzt. Ja, werde ich das jetzt mal kurz abmessen. Da, 250 ml. In unserem Fall jetzt Dinkelmilch, aber geht mit alles. Mandelmilch, Reismilch oder eben auch notfalls mit Wasser. Ja, also wer das gerne mit irgendwie Vollrohrzucker oder so machen möchte oder Rohrzucker, der kann das gerne machen. Dann nimmt man so ungefähr, ja, so ungefähr 125 Gramm. Natürlich je nach Geschmack, inwieweit ihr Süße so gewöhnt seid. Ich mache es jetzt das erste Mal mit Dattelpaste. Letztes Mal habe ich das, also ich habe es einmal mit Honig, einmal mit Reissirup gemacht. Es war beide Male ganz gut geworden. Und ja, jetzt möchte ich eben nochmal das mit Dattelpaste probieren. Und ich denke mal, da brauchen wir auf jeden Fall mehr eben als 125 Gramm. Wahrscheinlich das Doppelte. Ich werde es euch einfach, ja, ich werde es einfach mal probieren, wie der Teig dann so schmeckt und euch das sagen. Ich verrühre das jetzt mal alles. Dattelpaste, Apfelmus, Pflanzenmilch. Ihr könnt das natürlich auch mit Bananen machen, ne? Da weiß ich nur keine Mengenangabe, aber das kann man ja abschmecken. Ich werde das jetzt mal schön verrühren. Also ich habe auch letztes Mal einen Esslöffel oder einen Teelöffel, weiß ich gar nicht mehr, Kichererbsenmehl reingemacht, einfach zum Binden als Eiersatz, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt notwendig. Wir lassen das diesmal auch weg, also mit Sojamehl habe ich ja noch eh nicht so am Hut. Das könnte man natürlich auch super als Eiersatz nehmen, aber ich glaube, das Apfelmus, Dattelpaste, das bindet alles doch ganz gut. Heute machen wir Muffins, ja? So, und wir nehmen da jetzt heute mal ein paar Sauerkirschen. Ja, das passt ganz gut mit Schoko. Und da hat man auch noch ein bisschen was Fruchtiges drin. So, ich habe jetzt gerade noch zum Schluss Apfelessig. Gut, ich weiß, einige von euch sehen Apfelessig kritisch oder benutzen das gar nicht. Ja, dann nimmt statt Natron oder zusätzlich zum Natron einfach Backpulver, Weinsteinbackpulver. Zum Beispiel, ja, ich benutze Apfelessig und das wirkt mit dem Natron ganz gut. Man sieht, es schäumt schon so ein bisschen. Damit soll das eben schön aufgehen. Ja, zum Probieren wäre vielleicht auch ganz gut. Vielleicht geht das ja auch mit Zitronensaft. Habe ich jetzt noch nicht probiert. Vielleicht kann das einer von euch mal machen oder ich werde da nochmal ein Experiment machen. Gut, schön alles verrühren. Jetzt hatte ich noch Kakao und 200 Gramm Schokolade. Da erzähle ich euch nachher noch, was das für welche ist. Ja, die kommt jetzt noch da rein. Und dann machen wir die Sauerkirschen noch in die Mitte rein. Und das waren hier meine Silikonförmchen. Gut, da bin ich auch ein bisschen kritisch, aber ich habe im Moment nichts anderes zum Backen. Ich benutze es jetzt. Also, ich habe jetzt Hälfte voll gemacht, dann ungefähr so 3 Schattenmorellen mache ich rein und fülle das jetzt nochmal mit Teig auf. Ja, so werde ich jetzt alle herrichten. Ich denke mal, das wird
für 12 solche Muffins. Oh, dein Dings, das war cool da drin. Oh. Für 12 Muffins wird das reichen. Ja, die Muffins sind jetzt im Backofen. Sollen jetzt ungefähr 20 Minuten da drin bleiben. Muss jeder so ein bisschen gucken, wie das bei ihm mit der Temperatur ist. Ja, ich habe jetzt Ober-Unterhitze vorgeheizt auf 200 und ja, jetzt mache ich das so auf 170. Ja, 20 Minuten. Einen Timer stellen. Ja, ich wollte euch ja noch über die Schokolade erzählen. Also ich weiß, die ist jetzt ganz normal aus dem Discounter. Also, diese Schokolade hat natürlich Zucker. Wer das meiden möchte, muss sich natürlich eine andere suchen. Also man kann sich natürlich auch die Schokolade selbst herstellen. Schmeckt natürlich dann ganz anders und auch ein bisschen bitterer. Also ich mache manchmal auch Schokolade selber. Ja, passt jetzt nicht so ganz in mein Konzept. Deswegen mache ich das jetzt momentan bei der Challenge nicht. Auf jeden Fall, was mich bei dieser Schokolade gefreut hat, ist eben einfach Zutaten sind, naja, okay. Ne? Zucker, Sojalecithine, Vanilleextrakt. Gut, kann man vielleicht mit leben, der ein oder andere. Gut, ja, ich glaube, ich habe jetzt eben hier Schokolade unter dem Fingernagel. So, ja, dass eben pro 100 Gramm 28 Gramm Fett sind. Ich weiß, es ist schon viel Fett, aber für eine Schokolade ist das relativ wenig. Ja, darum, das finde ich gut. Da bleibt wirklich, also ich habe jetzt 100 Gramm rein und das sind jetzt doch nicht 12, sondern 14 Muffins geworden, weil ich so etwas kleinere Förmchen habe. Und ja, das ist wirklich wenig Fett. Wie gesagt, es ist eben nicht ohne Fett, aber ja, ist Nascherei, das isst man ja auch nicht jeden Tag, aber wir hatten nun mal Hunger jetzt irgendwie da drauf. Und ja, finde ich okay, wenn man das mal verwendet. Aber wenn jetzt jemand natürlich gerade am Umstellen ist und da nicht rückfällig werden möchte, dann sollte er das natürlich vielleicht lieber lassen am Anfang. Und vielleicht braucht man das irgendwann auch gar nicht mehr. Also, das ist ja auch so die Frage, ne? Also wie gesagt, momentan bei mir, ich brauche, möchte es noch und ich verwende es jetzt mal zum Muffin backen. Und wir werden auch die Hälfte einfrieren. Die essen wir nicht alle heute. So, wir haben eben gerade die Muffins rausgeholt. Die meisten habe ich jetzt schon aus dem Förmchen raus. Sind jetzt natürlich noch heiß. Nichtsdestotrotz hat meine Tochter natürlich sich schon eingenommen. Ne? Ja. Da musste probiert werden. Also ich finde, sie sehen sehr schön aus. Ja, Probe. Geschmacksprobe wird gleich gemacht. Also ich habe gemerkt, dass die innen noch ein bisschen feucht sind, aber das macht ja nichts. Dann sind sie eben, ja, ja, so ein bisschen schokoladig innen. Schmeckt ganz gut, wenn da so ein schokoladiger, feuchter Kern innen ist. Kann ja jeder auch so machen, wie er möchte. Dann hätte sie vielleicht jetzt noch 5 bis 10 Minuten länger gebraucht. Heiß. Aber, heiß. Ja, sehr heiß noch, ne? Ein bisschen pusten. Ja, gucken wir gleich. Ja, das ist heute das Abendessen. Werdet ihr euch wundern, ein bisschen wenig. Ja, weil heute gibt es noch ein oder zwei Muffins. Die müssen natürlich probiert werden. Und ja, ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich reichen. Ich werde sehen. So, und ich wollte einfach nochmal erzählen, warum wir jetzt heute mal Muffins gemacht haben. Also erstmal wollen wir einfach mal verschiedene Rezepte ausprobieren und gucken eben, welche uns am besten schmecken und eben dann auch ersatzweise uns befriedigen, wenn wir mal wirklich ja mal einen Junker haben oder einfach mal Feierlichkeit. Und ja, mein Mann, der hat bald Geburtstag, gleich Anfang November, und ja, da muss ich natürlich irgendwas Geeignetes finden. Und mir scheint dieses Rezept jetzt, also ich habe bisher immer ohne Schokolade gebacken und heute haben wir ja mal Schokolade reingemacht, klein gehackt, und ich denke mal einfach, dass dieses Rezept jetzt das Beste von denen ist, die ich bisher probiert habe, und dass ich ihn auch einfach damit auch ein bisschen überzeugen kann. Denn die anderen hat er auch gegessen neulich, aber war jetzt nicht so endlos begeistert. Ich war zufrieden, aber bin gespannt, wie diese jetzt hier schmecken werden. Und
Ja, wie gesagt, ich werde jetzt auch ein paar einfrieren. Entweder ist das dann schon die Portion, die für seinen Geburtstag jetzt ist. Ja gut, ist noch ein bisschen hin, jetzt 3 Wochen. Aber 3,5 Wochen, nee, 3 Wochen. Ja, 3 Wochen. Oder ich backe einfach nochmal. Also ist auch ganz schön, das auf Vorrat zu haben. Wenn das jetzt schmeckt, dann werde ich auch nächstes Mal die doppelte Portion machen auf jeden Fall. Ja, weil man dann nicht immer ständig seine Küche einschmutzt. Und auch ja, vom Zeitaufwand ist es einfach praktischer, denn ich kann mir das nicht erlauben, alle paar Tage das zu machen. Ich meine, alle paar Tage möchte ich das auch nicht essen, aber ich möchte es gerne mal einfach mal haben. Und angenommen, man kriegt mal Besuch oder so, kann man das einfach schnell auftauen. Ja, die sind eigentlich so in, je nach Wohnungstemperatur, in 1-2 Stunden sind die aufgetaut. Oder man kann sie natürlich auch noch mal kurz ein bisschen im Backofen reinmachen. Ja, das wollte ich einfach nur mal dazu sagen. Also das ist jetzt Abendessen erstmal, Obst und ja, dann folgen gleich noch die Muffins. Die Geschmacksprobe. Ich wollte natürlich sagen, also ich werde mir nachher die Mühe machen, mal die Zutaten, die ich verwendet habe, mal ja durchrechnen mit den Nährwertangaben und ja mit der Verteilung, wie das denn letztendlich so ist. Und wie viel Fett da auch so ein bisschen rausspringt, damit auch jeder weiß, ja, ob sich das für ihn lohnt, nachzubacken. Ihr habt ja nun gesehen, was ich heute gegessen habe und ich bin soweit auch ganz zufrieden. Gut, heute gab es abends die Ausnahme nochmal mit den mit unseren Muffins. Habe ich euch ja schon erzählt. Ich musste mal einfach mal testen, wie die Rezepte so sind und selbst ausprobieren. Und ich bin ganz begeistert mit der Dattelpaste. Es hat gut geklappt und gut geschmeckt. Gut, diesmal haben wir das erste Mal ein bisschen Schokolade mit reingemacht. Ja, das ist so eine Zutat eben. Ja, das darf man sich wirklich nicht immer gönnen. Oder das möchte ich mir auch gar nicht immer antun. Aber jetzt mal für eine besondere Gelegenheit. Und wir, ja, man muss ja die Rezepte einfach mal ausprobieren vorher. Man kann sich nicht einfach darauf verlassen, dass es dann klappt wie am Schnürchen, wenn man es braucht, sondern es muss vorher getestet werden, klar auch probiert werden. Demnach war mein Abendessen eben ja, ein bisschen weniger Obst und dafür eben habe ich 2 Muffins gegessen, haben sehr gut geschmeckt, auch gerade mit den Schattenmorellen drin. Wir hatten ja diesmal welche aus dem Glas, da lässt sich sicherlich verbessern, tiefkühl oder ja, vielleicht auch mal frische im Sommer zu verwenden, aber wir haben ja nun schon Herbst und ist alles okay, würde ich sagen. Ja, muss man ja auch nicht machen. Gut, wir haben es heute mal probiert und hat der ganzen Familie geschmeckt. Ich hatte ja schon mehrere so Muffin-Rezepte ausprobiert. Eben, ja, mit Honig, mit Reissirup und auch einmal mit Vollrohrzucker und so. Und es hat mir alles nicht, ja doch, es hat geschmeckt. Und eben auch immer Apfelmark statt Fett rein und einmal hatten wir mit Emma, also oder mit Dinkel gebacken und einmal eine Mischung Reis und Dinkel. Und mir hat das diesmal eben sehr gut gefallen mit dem Nur-Reis, Vollkornreis, ganz, ganz fein gemahlen. Es ist sehr schön fluffig geworden und ja, ich verwende nun mal Apfelessig. Ihr könnt mich da ja irgendwie mal aufklären, warum hat das nichts in der veganen Ernährung zu suchen? Ich bin da noch ganz neu am Anfang und ich benutze es noch, aber ich weiß eben, dass die meisten Veganer das nicht benutzen. Ja, ich weiß nur nicht genau, warum. Vielleicht wollte ich es mal nachforschen. Gut, also das mit Natron-Apfelessig, das funktioniert super. Aber ihr könnt natürlich auch einfach Backpulver benutzen. Das steht euch natürlich frei. Ich erzähle es euch natürlich so, wie ich es mache. Und auch wenn euch das nicht ganz gefällt vielleicht, ich will ehrlich sein, ich will euch da jetzt nicht irgendwas erzählen, was ich nicht mache. Also da möchte ich lieber zugeben, dass ich es noch so mache. Heute noch nicht, aber manchmal Honig, eben Apfelessig diesmal. Und ja, ihr dürft ja gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Ich finde das für den Anfang okay. Und ich werde ja sehen, wo mich der Weg so hinführt. Ja, das einfach mal dazu zu den Muffins. Ja, ansonsten war der Tag ganz gut. Wir hatten ja heute wieder das zweite Mal schon, oder zweite oder dritte Mal schon, wieder so eine asiatische Wokpfanne mit Reis. Ja, dazu möchte ich mal sagen, was mir jetzt im Nachhinein dazu aufgefallen ist.
Also, ich mag ganz gerne so asiatisch, so mit Sojasauce und so. Aber ja, also ich muss sagen, ich fühle mich nach Mahlzeiten wie Kürbissuppe, wo wirklich nur eine, na, zwei Zutaten drin sind. Na gut, die Brühe ist die dritte Zutat, aber da hatten wir ja nur Knoblauch, Kürbis und die Brühe reingemacht. Nach solchen Mahlzeiten fühle ich mich doch einfach besser. Das heute hat gut geschmeckt, aber es ist so alles ein bisschen viel durcheinander. Vielleicht muss ich auch einfach mal die Zutaten ein bisschen reduzieren, wenn ich so Bockpfanne mache. Aber ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Nach einfacheren Mahlzeiten fühle ich mich doch einfach besser und es ist mir ein bisschen zu viel bunt gewesen heute. Aber das muss ich beobachten, wie sich das so entwickelt. Und ja, vielleicht werden wir einfach morgen mal ganz einfach irgendwas mit Kartoffeln machen. Vielleicht Ofenkartoffeln, so Art Pommes. Ja, wir schauen mal. Ich habe auf jeden Fall auf einfache Sachen Hunger und möglichst wenig Zutaten. Ja, Zwischenfazit. Wir sind ja fast bei der Hälfte meiner Challenge angekommen. Ich werde euch da. Also heute hatten wir den 14. Tag und morgen den 15., wenn der rum ist, ist die Hälfte rum der Challenge. Dann werde ich euch wahrscheinlich am 16. Tag oder vielleicht morgen Abend schon eben so ein Zwischenfazit nochmal mit Gewicht und so geben. Ja, ich denke mal für heute, ich habe ein bisschen wenig jetzt gedreht, unser Essen schon, aber ansonsten ein bisschen wenig. Mein Mann hatte jetzt 2 Tage frei und das haben wir auch ganz schön genossen als Familie. Und die haben immer schon gegrinst, die beiden, meine Tochter und mein Mann, wenn ich das Essen fotografiert und kommentiert habe. Die standen ja häufig daneben. Ja, oder haben mich heimlich beobachtet. Ja, das ist so. Und da war einfach keine Zeit für weitere Videos drehen. Aber es kommt ja auch nicht jeden Tag so was Neues. Deswegen die ersten Tage habe ich sehr viel gedreht. Und jetzt eben mal immer so ein kleines Zwischenfazit und über den Tag so ein kleiner Bericht. Ja, das war es erstmal für heute. Bis morgen.